Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik. In 5 Minuten geht es um Folgendes, und zwar um den Ausbau der Stützbatterie eines W204, also C-Klasse 250 CDI-Formatik, und um diese Batterie, die für das ganze Versorgung sozusagen da ist im Start-Stopp-Fall. Also wenn Start-Stopp eingreift, dann muss die sozusagen stützen. Deswegen heißt sie auch Stützbatterie oder Komfortbatterie. Und deswegen muss, und ja, warum muss die jetzt ausgetauscht werden? Wenn man jetzt ganz genau hinsieht, dann sieht man hier, also da war viel mehr so, ich glaube, Salpeter bildet sich hier, wenn man hier genau hinguckt, also sieht nicht schön aus, und die ist meiner Meinung nach auch defekt. Also die bringt halt diesen Strom nicht mehr her. Und deswegen muss die jetzt sozusagen ersetzt werden. Wie macht man das? Dazu gibt es wieder mehrere Theorien. Erste Theorie ist einfach, ja, rausschrauben, abklemmen und neu einbauen. Dann sage ich immer, okay, ich will nicht, dass das sozusagen, ja, wie soll ich sagen, irgendwelche Steuergeräte mal null Spannung haben, also sondern immer 12 Volt Spannung haben. Deswegen möchte ich das Ganze hier überbrücken mit entsprechenden Kabeln, die Batterie hier. Und dazu fahre ich aber trotzdem alle Steuergeräte runter, sprich, ich versetze das Auto in einen Zustand, dass es sozusagen ja, denkt, es ist ausgeschaltet, alles darf runterfahren. Und wie mache ich das? Das mache ich ganz einfach. Und zwar hier mit so einem Nagel gehe ich daher und sage: Seht ihr das? Das ist nämlich das, genau das gleiche wie, also ich fake dem hier, ich simuliere hier sozusagen einen Schluss, dass er hier geschlossen ist, und dann gehe ich her und sperre das ganze Auto zu. So, und jetzt warte ich ein bisschen, bis alle Steuergeräte runterfahren, damit ich hier nichts zerschießen kann. Das dauert so roundabout eine halbe Stunde, also die warte ich jetzt, und dann geht's los. Währenddessen kann man schon hier mit einer 10er Nuss hier die entsprechenden Halterungen, runterschrauben. Auch so Sachen hier wie, ja, wo ich bis heute nicht weiß, wie was das Teil gut ist, aber ja, sei mal dahingestellt. Also sowas kann man hier schon runterschrauben. Hier, Schraube haben wir. So. Wie gesagt, gibt die Leute unter euch, die sagen, komm, egal, kann die Batterie einfach rausbauen. Ob man die anlernen ist, muss und so weiter, das ist etwas, das habe ich nicht gesehen und nirgends gelesen. Dürft ihr gerne mal kommentieren, wenn ihr wisst, ob man die anlernen muss. Meiner Meinung nach nicht. Ist nicht wie die Hauptbatterie, aber gerne, wenn ihr was wisst, dürft ihr mir es verraten. So, und jetzt würde ich sagen, wenn das hier weg ist, kann man das hier sozusagen nach oben machen. Seht ihr das? Kann man hier nach oben machen. Das ist übrigens eine 12 Volt Batterie mit 12 Amperestunden und 200 Amperestunden, 200 Ampere Kurzschlussstrom. Also so eine kleine Moped Batterie, und die müssen wir jetzt rausbauen. So, jetzt müssen wir noch warten, und dann überbrücken wir das ganze Geschichtchen. Da haben wir eine halbe Stunde hinter uns. Und jetzt geht's los. Und zwar, ich überbrücke an folgenden Punkten. Und zwar massetechnisch, also minus an hier hinten, und plustechnisch hier unten an dieser Schraube. Also hier geht das Pluskabel hier so runter. Und deswegen brücke ich hier einmal und einmal hier. Warum nicht hier? Also hier oben, weil ganz einfach, ich muss mich bewegen, und dann kann es sein, dass diese Klemme weggeht und ich kann kurzzeitig mal nicht mehr diese 12 Volt garantieren. So. Dann brücken wir mit unserer neuen Batterie. By the way, habe ich hier keine Originale nicht gekauft, aber eine trotzdem eine Markenbatterie. Und zwar aus dem einfachen Hintergrund, sowas kostet zwischen, ja, so 50 Euro rum. Und Original, glaube ich, sind wir bei 150 Euro. Deswegen,
Ja, und unterm Strich ist ja alles überall das Gleiche drin. So, also das bauen wir jetzt hier mal so hin. Wichtig immer zu wissen, wo ist Minus, wo ist Plus. Also hier gekennzeichnet mit Plus und mit Minus. So, und dann müssen wir jetzt hier mal die Brücken bauen. Das machen wir jetzt. So, also so sieht die Überbrückung aus. Ja, es sind dünnig Leitungen. Aber das spielt hier keine Rolle, weil fast kein Strom fließt, also von dem her, hier wird nichts warm. Plus auf Plus, hier unten seht ihr, Plus auf Plus, Minus auf Minus. Und ja, jetzt wird mit der Zehnernuss die entsprechenden Anschlüsse hier abgeschraubt. So, jetzt kommt die gefährlichste Geschichte. Und zwar überbrückt ist jetzt hier mit dem kleinen Kabel. Ja. Ist auch gleichzeitig eine Sicherung, weil wenn ich wirklich hier einen Kurzschluss bauen würde, dann rauchen mir die Teile hier gleich ab und dann kann ja keine großen, ja, großen Ströme fließen, weil dann das ist gleich durchgeschmort. Also ich glaube gleich 4 oder 5 Ampere, dann fangen die an zu durchschmoren. Ja, hier besonders aufpassen, wenn man das jetzt hier wegmacht, dass man hier nichts mit Plus an Masse und Karosseriemasse kommt, das hier wirklich extrem aufpassen, Leute. Ich kann es wirklich nur sagen, extrem aufpassen, dass hier nichts schief geht. So, also Batterie ist jetzt hier weg. Es ist immer gut, wenn man zusätzlich noch zwei Hände hat. Also Batterie ist jetzt weg. Jetzt kann man den Halterung hier nach oben klappen, seht ihr, die Halterung hier. Und jetzt kann man die Batterie rausnehmen, aber die brauchen wir gleich noch, weil wir müssen jetzt die sozusagen die alte überbrücken, damit wir die neue wieder einbauen können. So, aktueller Stand. Ich habe jetzt beide Batterien parallel geschaltet. Und jetzt muss ich die neue, kann ich jetzt abklemmen und dann hier reinbauen. So, neue Batterie ist jetzt drin. Jetzt kommt zuerst die Halterung. Die wird entsprechend hier festgeschraubt wieder. Und dann, sobald wir das haben, geht's in einen weiteren Schritt rein an die Kontakte. Und das ist bei der ein bisschen besonders, weil die hat in den Anschlussklemmen da keine Gewinde drin. So, jetzt die nächste Herausforderung. Gesagt, da wir hier keine Gewinde drin haben, müssen wir jetzt hier mit diesen Gewindesteinen, nenne ich es jetzt einmal mal, entsprechend die unten reinschreiben und dann unten reinschieben und dann oben ran draufschrauben. Das wird jetzt frimmelig. So, als kleiner Tipp von meiner Seite, Krokodilklemme, den Stein zu nehmen, runterhalten, aber aufpassen, wirklich aufpassen, dass man mit diesem metallischen Kontakt nirgends gegen irgendwelche, ja, leitenden Gegenstände kommt. Das ist absolut Danger. Gibt es einen Kurzschluss, brennt das Zeug ab. So, aktueller Stand gerade, die Schraube ist unten das Gewinde, ja, durch die Oxidation vernichtet worden. Somit greift das nicht mehr. Jetzt brauchen wir eine Ersatzschraube. Haben wir jetzt hier und jetzt bauen wir hier gerade sozusagen hier. Gucken wir, dass wir gerade die Schraube rausbekommen. Und dann wird es festgeschraubt. So, Batterie ist jetzt eingebaut. Ist echt eine frimmelige Geschichte gewesen. So, jetzt kann man hier die parallel geschaltete Batterie abklemmen. So, jetzt alles hier schön wegbauen. Alte Batterie raus. So, und jetzt haben wir hier die 12 Volt sozusagen drauf. Und die neue Stützbatterie ist drin. Brauchen wir den Deckel noch, den Sicherheitsdeckel für den Pluspol. Dass man hier nicht versehentlich dran kommen kann. Den muss man hier noch einbauen. Da brauche ich jetzt zwei Hände dazu. Sonst kriege ich es nicht drauf. Und dann war es das. Ja, und hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, ihr könnt ihn abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Und auf Wiedersehen.